Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie gut kennst du Thailand? Das Thailand-Quiz hier live bei Chris Thailand auf dem Kanal. Schönen guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich sehe, es haben sich auch schon einige hier versammelt. Ich sage euch gleich etwas zum Ablauf des Quizzes, wie das Ganze laufen wird. Und ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Heinz Harald, grüß dich. MG, grüß dich. Schönen guten Abend beim Thailand-Quiz. Wie gut kennst du Thailand? Ich würde sagen, wir warten noch einen kleinen Moment, bis sich die Hütte etwas gefüllt hat. Und dann werde ich Näheres bekannt geben zur ersten Folge hier, zur Premiere quasi, kann man sagen. Ne? Hallo Dennis, grüß dich. Schönen guten Abend. Thailand erleben, grüß dich. Gute, servus, auch mal wieder da. Wie geht's dir? Ach, Vitek, mein Bester, alles klar, servus. Schönen guten Abend, Freunde. Wie gesagt, ich würde sagen, wir warten noch ein Momentchen und dann werde ich den Ablauf des Ganzen mal... Whatever. Ja gut, dann werden wir dich hier auf jeden Fall auf Vordermann bringen. Auch schön, dass du da bist, whatever, grüß dich. Alles gut, danke schön, Thailand erleben. Lang nichts von dir gehört. Du sitzt wahrscheinlich auch auf einem Trockenen, was Videos aus Thailand angeht. Nee, Thailand ist doch der Imbiss hier um die Ecke. Jo, Paolo, grüß dich. Schön, dass du mit an Bord bist. Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, bei 20 eingeschalteten Leuten, bei 20 Zuschauern werden wir, beziehungsweise werde ich die ersten Infos hier raushauen. Ihr müsst ja auch wissen, worum es geht, ne? Ich sitze auf Feltins. Ja, lasst dir schmecken, Dennis, auf jeden Fall. Zum Wohle. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich hoffe, ihr seht mich gut. Frisur sitzt mit Macke im Gesicht. Na, bravo. Peter, grüß dich. Thailand erleben. Ich habe dich schon als vermisst gemeldet. Ja, lange nichts gehört auf jeden Fall. Dirk, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist, Dirk. Ja. Zuschauer da, der Moses ist auch am Start. Grüß dich, Moses. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Schönen guten Abend. Und ich werde erstmal kurz ein paar grundlegende Dinge zu diesem ganzen, zu dem neuen Format hier erklären. Heute geht es mal nicht, wie in den Folgen, lasst uns über Thailand sprechen, um ja Fragen über Thailand, ob Sachen, aktuelle News oder sonst irgendwie was. Es geht einfach nur um Quiz, um Quiz. Ich habe 20 Fragen rausgesucht, ja, also beziehungsweise ich habe 20 Fragen zusammengestellt, die ihr beantwortet. Also, das Ganze wird so laufen. Ich stelle eine Frage und ich gebe, habe ich mir so überlegt, einfach mal 15 Sekunden Zeit und ihr könnt die Antwort in die Kommentare reinhauen. 15 Sekunden aus dem Grund, ja gut, ihr selber irgendwie, dann googelt oder so, der weiß ja dann, bringt ja nichts. Weil man gewinnt ja auch nichts oder so. Ne? Also direkt vorab, es geht hier einfach just for fun. Plus, ihr könnt euer Wissen über Thailand testen. Das ist jetzt nicht, dass du hier irgendwie was gewinnen kannst oder so. Im Prinzip testest du einfach nur dein Wissen. Und deswegen, ja, was bringt es dir dann, wenn du irgendwie mal schnell googelst oder so. Deswegen habe ich jetzt einfach mal 15 Sekunden für die Antworten so locker gelassen. Und dann gehen wir auch immer erstmal auf die Frage ein. Was ihr vielleicht bräuchtet, wäre vielleicht auch ein Stift und ein Zettel, damit ihr für euch selber irgendwie Frage 1 richtig beantwortet, falsch, Frage 3 richtig, wie auch immer. Und dann könnt ihr nämlich am Ende sehen, wie viele Fragen ihr richtig hattet. Denn ich habe auch so ein kleines Bewertsystem, muss ich gestehen. Das habe ich jetzt gerade eben 5 Minuten hier vorm Video stockt. Gibt's doch gar nicht. Das habe ich jetzt hier gerade eben 5 Minuten vorm Stream mir ausgedacht, weil mir das gerade erst einfiel. I'm sorry. Aber kriegen wir schon hin. Das Ganze ist jetzt ja auch noch nicht, weiß ich nicht, sag mal perfekt. Ist jetzt ja auch erstmal die erste Folge davon. Und wenn euch das gefällt, auf jeden Fall freue ich mich im Nachhinein auf ein Feedback.
oder wenn es halt auch nicht gefallen hat oder Verbesserungsvorschläge, könnt ihr gerne im Livestream dann nach dem Quiz oder halt später in die Kommentare kommentieren. Wäre ich auf jeden Fall dankbar drüber und ja, schönen guten Abend nochmal an alle, die gerade eingeschaltet haben. Fragen mit Worten habe ich besten Gewissens rausgesucht. Natürlich, vielleicht bei der einen oder anderen Frage gibt es vielleicht kleine Abweichungen. Ich würde auch sagen, bei Fragen mit Zahlen zum Beispiel, lassen wir auch immer ein bisschen Spielraum. Also wenn ich jetzt zum Beispiel frage, weiß ich nicht, wie viele Einwohner hat Udon Thani und da schreibt einer 5 Millionen, dann ist das falsch. Wenn er jetzt was schreibt, dann denke ich mal, kann man das durchgehen lassen. Wie gesagt, das System ist nicht perfekt. Ich erwarte auch nicht konkrete auf die Zahl genau, aber so die grobe Richtung sollte stimmen. Und ja, ich sehe schon, der Armin ist da, der Marek ist da, grüß dich. Habt ihr alle einen Stift am Start oder was? Wie sieht's aus? Haut mal ein paar Daumen raus. Hallo Thomas, grüß dich. Genau. Also, Ton dauernd weg, das gibt's doch gar nicht. Tonaussetzer. Skandalös. Bei mir auch. Oje, oje. Hallo Andreas, grüß dich. Tonaussetzer. Ja, irgendwie ist der auch nicht ganz so flott. Chris redet genauso viele wie ein Politiker. Ja, das stimmt. Hier auch. Ich hoffe, es ist gleich besser, Freunde. Ich kann auch noch kurz einen Moment weiterquatschen in der Hoffnung, es ist gleich besser. Pattaya Quarantäne. Hallo Peter, grüß dich auf jeden Fall. Klabusterbär, wo ist deine Flagge? Die hängt hier vorne. Aber ich dachte mir zum Quiz, ich fühle mich freier, wenn die heute nicht am Start ist. Corby, mein Bester, es tut mir leid. Ist der Ton wieder in Ordnung, Leute? Kannst du die Fragen einblenden? Leider nein, ich kann sie aber mehrfach wiederholen. Also, nochmal einmal ganz kurz, bevor wir durchstarten. 20 Fragen habe ich vorbereitet. Ihr könnt für euch selber dann mitschreiben, ob ihr die Frage richtig beantwortet habt oder nicht. Am Ende habe ich ein kleines Bewertsystem, das auf jeden Fall noch vielleicht ein bisschen verbesserungsfähiger ist, sagen wir mal so. Und es sind von relativ leichten Fragen bis, ja, ich sag mal, schon etwas schwierigeren Fragen alles Mögliche dabei. Ich habe mir da versucht, Mühe zu geben. Vieles wusste ich natürlich auch nicht und musste das einfach googeln. Alles klar. Freunde, dann würde ich sagen, das hat auch, die Reihenfolge ist auch etwas wild, aber wir fangen mit einer halbwegs leichten Frage an. Trommelwirbel, Spannung. Wartet mal kurz, ich mache mal einmal hier die Fragen so, dass ich den Chat sehen kann. Wie gesagt, verschiedene Quellen, die Richtung wäre auf jeden Fall gut. Und wenn die Frage etwas Spielraum lässt, dann würde ich auch ein Auge zudrücken. Warten wir noch kurz auf den Dennis. Ja komm, wir geben ihm 30 Sekunden. Ja, ich hatte die Tage, Moses. Ja Peter, aber da hast du ja nichts von. Und wenn ihr die Antwort habt, ne, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann nach der Frage gehen wir dann erstmal auf die Antworten mit ein. So, Dennis, tick-tack, tick-tack, tick-tack. Andreas Pattaya, hättest du wohl gerne, wa? Dass hier die Pattaya-Fragen kommen. So, nochmal kurz an alle, schön, dass ihr mit dabei seid und kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, wir starten dann jetzt wirklich mal und falls ihr noch nicht geliked habt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wir kommen zur ersten Frage, die Einstiegsfrage, nämlich: Wie viele Einwohner hat Thailand? Die Zeit läuft. Wie gesagt, eine eher relativ leichte Frage noch. Alle am Rattern, ne? Corby ballert raus. Ui. Hallo Julius, grüß dich.
Aha. Ich sehe schon. Ja, Time over. Freunde, ich habe hier eine Zahl von Statista.com Statistiken. Und da wurde mir eine Zahl von 69,95 Millionen Einwohnern in Thailand angegeben. Und ich würde sagen, da lassen wir auf jeden Fall einen Spielraum von 4 Millionen. Kann man, finde ich, so stehen lassen. Ist natürlich eine große Summe. Oder sagen wir 2 Millionen, 2 Millionen. Also wer jetzt hier irgendwie 67 hat oder 71, dann geht das schon in Ordnung, würde ich sagen. Also 69,95 Millionen Einwohner sind in Thailand derzeit gebildet. Ja, fast, Corbinian. Ja, Dennis, ist so eine Zahl, da weiß man nicht so ganz genau, ne? Komm, wer hat die Zahl im Kopf? Sind wir mal ehrlich, das ist wie wenn du fragst Deutschland, dann sagen sie auch so, ne? Gut, dann macht euch eure Notizen. Ton war wieder weg eben, gibt's doch gar nicht. Genau in dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe, ne? Ich bin ja auch ehrlich und google nicht nach. Ja, ist auch richtig so. Wie gesagt, es geht ja hier um euer Wissen. Es geht nicht darum, hier was zu gewinnen oder um irgendwem was zu beweisen, sondern es geht um euer Wissen. In erster Linie dient das Ganze hier natürlich der Unterhaltung. In zweiter Linie, dann könnt ihr euer eigenes Wissen auch testen und vielleicht auch, ja, was Neues mal mitnehmen. Sachen, von denen man noch nie was gehört hat. Vielleicht ist die ein oder andere Frage, Antwort dabei, wo ihr sagt, oh, das wusste ich aber noch nicht. Ja, knapp 70 Millionen, 69,95 Millionen ist die richtige Antwort. Kurze Frage nochmal, Ton ein bisschen besser jetzt. Erstmal was trinken hier. Prost, der Showmaster hier. Yo, Raffi, gönn dir Popcorn. Hallo Jörg, supi. So, Freunde, jetzt wird's wild. Das ist eher eine Schätzfrage. Also, wie gesagt, lasst die Finger bei euch. Nicht googeln. Ihr macht's für euch. Die zweite Frage. Wie lang ist die Grenze mit Kambodscha? Die Grenze Thailand-Kambodscha. Wie lange ist die Grenzlinie zwischen den beiden Ländern in Kilometer? 15 Sekunden, let's go. Corby. Boah. Okay, ich merke schon, also das meinte ich mit etwas schwierigeren Fragen. Ich wusste es natürlich vorher auch nicht, ne? Aber ich sehe schon, hier gehen die Stimmungen, die, was heißt die Stimmungen, die Stimmen weit auseinander, Freunde. 15 Sekunden sind auf jeden Fall um. Der Marek schreibt 1200 Kilometer. Whatever ist bei 1000 Kilometern. Der Dennis geht direkt auf 1,7. Gib ihm. Der Julius ist bei 6000 Kilometern. Hör mal. Klasse. 900 Kilometer, 1500. Die Länge der Grenze, Dennis. Und du hast 1500 geschrieben und du bist leider etwas zu lang. Laut Wikipedia ist die Grenze, die gemeinsame Grenze zwischen Thailand und Kambodscha, 803 Kilometer lang. Der Dennis kriegt einen Mandala zum Ausmalen. Genau, Dennis. Schreib dir auf, welche Fragen du richtig hast und welche falsch. Also schreibst du Frage 1 falsch, Frage 1 richtig und 2 richtig und so weiter. Genau, also die richtige Antwort ist 803 Kilometer. Und da war der Raffi war nah dran. Oh. Naja, so richtig nah. Peter mit 600. Ja, whatever, eigentlich ja auch dann, ne? Mit 1000. Auch hier natürlich ein bisschen Spielraum. Also wenn da jetzt einer 750 oder weiß ich nicht was, dann ist das natürlich in Ordnung. Aber
wenn da jetzt jemand dann 1200 nehmen mag, dann würde ich das sagen, ist das nicht ganz so in Ordnung. Auch da gebe ich einfach mal 50 Kilometer in beide Richtungen für eine korrekte Antwort. Wie gesagt, das System ist noch nicht perfekt, da wird noch dran gearbeitet, aber so machen wir es jetzt erstmal. So sind die Regeln jetzt hier. Gegoogelt, 900 Kilometer, naja, also ich würde sagen, Raffi ist auf jeden Fall am nächsten dran. Ja, wer hätte das gedacht, Leute? 803 Kilometer. Prost. Läuft in Kambodscha, würde ich sagen. Frage an Chris. Oh Gott. 50 Kilometer. Wer war denn schon mal von euch an der Grenze zu Kambodscha? Hab geraten. Ja, hat doch gut hingehauen. Ja, aber das sind so Fragen. Wie gesagt, ich nehme mich da nicht mit raus. Ich musste die ja auch selber raussuchen und hätte es jetzt auch aus dem Kopf nicht gewusst oder so, ne? Dann, Peter, keine Ahnung. Jo. Ah, guck mal. War in Siam Reap. Nice. Chantaburi. Nice. Marion auch, Peter, MG, Andreas, cool. Alf auch. Ja, das stimmt. Ich war 2019 da. Ja, warum nicht, whatever, ne? Naja, auf jeden Fall, das sind Fragen. Natürlich, wer weiß das jetzt so aus dem Kopf schon, ne? Aber, ja, 803 Kilometer Grenze. Gemeinsame Grenze. Chi, ja, guck mal an. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, Peter. Hallo Klaus, grüß dich. So. Jetzt wird's wild, Freunde. Wie gesagt, es sind halbwegs leichte Fragen dabei und halbwegs, ja, schwierige. Passt auf, seid ihr bereit? Oh, geil, whatever. Seid ihr bereit, Freunde, für die dritte Frage des Quizzes? Genau, was kostet eine Currywurst? Nein, Spaß. Also, die dritte Frage. Wie heißt die kleinste Provinz in Thailand? Dim, 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 dim. Keine Antworten kommen. Ich weiß, ich hätte es auch vorher nicht gewusst. Wie ruhig das auf einmal geworden ist. Draht ist doch nicht die... Oh, Martin, hör auf. Schweigen. Ja, ich merke schon, Freunde. Also ich glaube, da können wir... Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich habe gesagt, ich habe das auch alles gegoogelt. Ui, Settings, nee. Ich sag mal im Süden. Surat Thani ist doch auch nicht so klein, MG. Wahnsinn. Freunde, ich kläre die Sache auf. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Wahrscheinlich kennt die Provinz nicht mal jeder. Also mit einer Fläche von 406,7 Quadratkilometern ist die Provinz Samut Songkhram die, ja, flächentechnischste, kleinste Provinz in Thailand. Jetzt erstmal alle googeln, ne? Wo ist das? Ne? Ja, wie gesagt, hätte ich vorher auch nicht gewusst, es ist die kleinste Provinz, Samut Songkhram. Thailand erleben, mach's gut, schönen Abend noch, bleib gesund, ne? Ja, tut mir leid. Ich denke, da werden die meisten von euch eventuell einen Fail hinmachen. In der Nähe von Bangkok. Relativ, ja, mehr oder weniger zentral, ne? Ist wirklich very, very small. Marion, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich würde sagen, wir kommen einfach direkt zur vierten Frage. Und da wird es jetzt vielleicht schon etwas, ja, jetzt könnt ihr Zahlen raushauen, Freunde.
Bevor ich die Frage jetzt nenne, würde ich sagen, da lassen wir einen Spielraum von, ja, vier. Vier runter, vier hoch. Wie viele Provinzen gibt es in Thailand? Ich muss hier noch so Musik einbauen. Wie viele Provinzen gibt es in Thailand? Haut mal ein paar Zahlen raus. Oh, wow. Drei, zwei, eins. Gucken wir mal. Da kommen auf jeden Fall schon ein paar mehr Antworten. Der Peter schreibt 67. Whatever ist bei 48. Der Julius ist bei 22. Dennis 15. Raffi 20. Corvinian 40. Der Witek ist bei 75. Der Klaus bei 76, der Christian bei 76, der MG bei 28. Ihr macht mich fertig, Leute. Nachzügler, der Max ist auch bei 76. Ja, und das ist auch die richtige Antwort. In Thailand gibt es 76 Provinzen, die auch Chang Wat genannt werden. Also Chang Wat auf Thailändisch. 76. Und wie ich bereits sagte, ich würde sagen, richtige Antwort ist, wer vier darunter oder vier darüber ist. Und da haben wir auf jeden Fall einige hier. Der Max hat es genau richtig, der Christian, der Klaus. Der Vitek ist auch nah dran, der Peter auf jeden Fall, sehr gut. Peter Heiniger ganz knapp dran vorbei, Marion auch sehr nice, Micha auch am Start, nicht schlecht, Freunde. 76 Provinzen, ja, Dennis, vertu dich nicht. Also es ist ja, Thailand ist ja auch ein flächentechnisch betrachtetes großes Land, ne? Und da sind wirklich sehr viele Provinzen. Alleine, wenn du tief im Süden guckst, sind da schon drei Provinzen und dann... Also ganz, ganz tief und dann werden... Ne, so, und dann hast du schon irgendwie alleine, keine Ahnung, da bist du dann irgendwie bei Zentral ankommst, bist du schon bei 10 Provinzen oder so. Und zum Beispiel in Westthailand, wer ist denn in Westthailand von uns? Ne, das sind halt alles so Orte... Ja, wie gesagt, wer googelt... hilft sich, es geht ja um euer Wissen, ne? Wie gesagt, es gibt ja nichts zu gewinnen, es geht um euer Wissen und ich hoffe, ihr habt das alles notiert, 76 Provinzen, Bangkok ist eine Sonderverwaltungszone, kommt wahrscheinlich drauf an, wie man das jetzt sieht, Andreas, mit den Sonderverwaltungszonen oder um irgendwelche Grenzstreitigkeiten, meinen Quellen nach sind es 76. Pattaya ist in Zentral-Thailand und gehört zu Chonburi. Ja, Dennis, oder dann guckst du Chonburi, Rayong, Chantanaburi, Trat, da hast du auch schon wieder vier Provinzen. Whatever, ich muss bald wieder nach Thailand mein Wissen auffrischen. Ja, 76, Leute. Ja. So. Freunde, seid ihr bereit? Prost. Alle noch da? Hallo, hallo. Peter. Nein. Grüße gehen auf jeden Fall an die Frau vom Andreas. Okay. Ach, hör auf, Andi. Guten Appetit, mach's gut. Schön, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal, ja? Grüße an die Frau. So. Die nächste Frage, die ich rausgesucht habe, da, ja gut, da muss man sagen, vielleicht gibt's da irgendwie, je nach Situation, auch noch ein bisschen Spielraum. Es geht nämlich um... Das darf ich auch nicht sagen, sonst ist vielleicht gleich der Routenplaner schon wieder auf. Max, mach's gut. Es geht um eine Entfernung und quasi um eine schnellste Route, die natürlich mal abweichen kann,
wenn natürlich irgendwo Baustellen sind oder so. Aber ich habe es heute gegoogelt und zum heutigen Zeitpunkt nehmen wir einfach die Daten. Die fünfte Frage. Mit der schnellsten Route, wie viele Kilometer sind es von Hat Yai bis Lopburi? Haut raus. Wie viele Kilometer sind es Fahrstrecke, also jetzt nicht Luftlinie, sondern Fahrstrecke von Hat Yai bis Lopburi? Thomas, einfach raten, ist doch egal. Schreib was rein. Also auch so eine Frage, die hätte ich vorher nicht gewusst. Ich hätte auch nur irgendwas schätzen können. Ne? 3, 2, 1. Waren wahrscheinlich auch keine 15 Sekunden, aber ist ja auch wurscht. Christian, 1267. Wilde Zahl auf jeden Fall. Also, was haben wir denn jetzt hier so? 1200 Kilometer schreibt der Whatever. Der Axel ist bei 250 Kilometern. Dennis 700, Patkapau Mu, geiler Name übrigens, 700. Dennis einfach nochmal 150 geschrieben. Martin 850, der MG 1150, Vitek 800, Julius 360. Der Dennis gibt einfach 30 Antworten durch, macht nichts. 900, 1100. Die Orte musst du erstmal kennen. Jetzt kennst du sie. Nein, Corbinian. 4,6 Kilometer. 1 Kilometer. Freunde, die schnellste Route, ja, mit dem Auto, Motorrad, wie auch immer, also die Verkehrsroute mit einem PKW halt, wie auch immer, von Hat Yai nach Lopburi, das sind 1087 Kilometer mit dem Fahrzeug. 1087 Kilometer und ich würde sagen, da lassen wir einen Spielraum von 100, ja, wenn euch das recht ist. Da zum Beispiel der Raffi ist auf jeden Fall sehr, sehr nah dran. Der Peter auch. Ja, also wie gesagt, es geht um euer Wissen. Hat Yai ist ziemlich im Süden Thailands. Und Lopburi ist nördlich von Bangkok gelegen. Die Affenstadt, sagt man auch. Da sind sehr viele Affen. Ist eine sehr wilde Stadt, aber auch sehr ruhig in dem Sinne. Abgesehen von den Affen, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt noch ein paar Tempel. Aber ansonsten eher ein ruhiges Flästerchen da. Nur nicht halt da, wo die Affen sind. Whatever, gibt doch immer was zu gucken. Same, same Dortmund. Du musst nur 10 Sekunden Zeit geben. Also wie gesagt, man sieht ja, wer die ersten Antworten droppt auf jeden Fall, der hat wahrscheinlich nie nachgeguckt. Wie gesagt, es ist für euch, Leute. Es geht um euer Wissen. Es gibt nichts zu gewinnen. Oder es geht nicht um Schnelligkeit, sondern einfach nur um euer Know-how für euch selber. Der Affentempel ist geil. Ja, auf jeden Fall ist auch ein alter Tempel. Eine alte Tempelanlage ist eigentlich ganz schön anzuschauen. Okay. Jetzt könnt ihr ein bisschen kreativ sein. Es geht nicht um ja, eine genaue Antwort, sondern ich würde sagen eher eine Frage der leichteren Kategorie. Nenne zwei thailändische Banken. Haut mal in die Kommentare. Nennt mal zwei thailändische Banken. Haut mal raus, Freunde. Boah, da geht's aber auch los, so. Affenstadt. Zum Beispiel Lopburi, ja, das ist, es gibt sehr viele Provinzen. Ja, beim Geld wisst ihr alle Bescheid. Ne, da kommt ihr alle aus euren Löchern. Hört doch auf, erzählt mir da nichts.
Übrigens kann man auch sehr gut, wenn man mal außerhalb irgendwo ist und meint, überall gibt es Wechselbuden, weil man jetzt nur Phuket oder Pattaya kennt, man kann auch bei einer Bank Geld wechseln. Mache ich hin und wieder mal zum Beispiel im Korat. Entschuldigung, musste kurz aufstoßen. Ja, die haben da auch eine Niederlassung, Peter, das stimmt. Genau, 15 Sekunden sind um, würde ich sagen. Kassikorn und Bangkok Bank, schreibt der Marek zum Beispiel. Die Bangkok Bank, sie haben Commercial. Ja, ich sehe, bei Geld wisst ihr auf jeden Fall alle Bescheid. Da macht man euch nichts vor. ATM, Bitek, ATM. So stelle ich mir das gerade vor. Ja, das wusste jeder, ne, wo ihr Kohle herkriegt. Ne, das wisst ihr alle, ne, hört da auf. Die haben meistens aber einen schlechten Kurs. Ja, das kann auch mal passieren. Aber ist eine sichere Angelegenheit, dauert auch manchmal ein bisschen, dann musst du da ein paar Unterschriften mal rausholen oder so. Aber geht schon. Ja, okay, da mache ich euch nichts vor. Also, ich denke, da wusstet ihr alle so halbwegs alles, beziehungsweise zwei, ist ja egal welche. Dann gibt es zum Beispiel auch noch, ja, die Islamic Bank of Thailand, Siam City Bank, TMB Bank. Ja, da musste ich jetzt selber mal schauen. Haben wir noch Tisco Bank? Ja, gibt so ein paar auf jeden Fall. Die Eckbank, wie der MG schreibt, die gibt es natürlich auch. Okay, habt ihr alle eure Notizen gemacht? Jetzt kommt wieder, ja, ich sage jetzt einfach mal eine Schätzfrage. Also ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand die genaue Antwort kennt, sagen wir mal so. Aber ich würde sagen, bis... Ah. $500.000 in beide Richtungen geht klar. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. $500.000 in beide Richtungen geht klar. Die nächste Frage. Die Frage 7. Wie viele Einwohner hat die Provinz Nakhon Ratchasima Stand 2017 circa? Haut raus. 15 Sekunden, Leute. Drei Einwohner? Boah, Axel. Nice. Boah, da gehen die Meinungen aber hart auseinander hier. 3, 2, 1 und 20 Sekunden ist ja auch egal. Also, Wahnsinn. Ja, Stand 2017 Provinz Nakhon Ratchasima Einwohnerzahl 2.492.300 registrierte Einwohner in der Provinz Nakhon Ratchasima. Ich habe gesagt, 500.000 nach oben, 500.000 nach unten geht auf jeden Fall klar. Also wer zwischen 2 und 3 Millionen Einwohnern geschrieben hat, wie der Martin zum Beispiel, hat auf jeden Fall einen Punkt gemacht, würde ich sagen. Der Heinz auch. Micha aber sehr genau hier, wa? Ja. Also Axel, du hast auf jeden Fall den Jackpot mit 18 Millionen. Ich mache nur Spaß, ne? Manche Sachen, ich. Gut, Korat kenne ich mich jetzt ein bisschen aus, Nakhon Ratchasima, aber hättest du mich jetzt nach irgendeiner Provinz von irgendwo gefragt, da hätte ich vielleicht auch irgendwie voll zu wenig, zu viel oder wie auch immer. Aber 18 Millionen, sehr nice auf jeden Fall. Corby auch mit 7 Mille sehr, sehr knackig dran. Ja, nicht schlecht, Freunde. Jetzt kommt eher eine von den leichteren Fragen. Seid ihr bereit? Eine Sekunde kurz. Erster Punkt, Martin, nice. Ja, wie gesagt, es sind Fragen dabei von bis. Für den einen ist es vielleicht Kinderkram, für den anderen ja doch etwas schwieriger, je nachdem.
Vielleicht macht der ein oder andere ja auch das Quiz einfach so für sich mit. Ist ja auch okay, ihr müsst das ja auch nicht immer kommentieren. Aber natürlich unterhaltsamer, wenn man die Antworten mit raushaut. Naja, whatever, solche Fragen habe ich hier nicht am Start auf jeden Fall. Okay, ich mache weiter. Also, wie gesagt, eher eine der leichteren Fragen, würde ich sagen. Freunde. Nach thailändischer, buddhistischer Zeitrechnung, welches Jahr ist derzeit in Thailand? Und da gebe ich euch nur 10 Sekunden für. Welches Jahr ist zurzeit in Thailand? Oh, circa, whatever, nice. Winter. Okay, ich merke schon, die Zahlen, die gehen ja aber gerade sehr wild auseinander, Freunde. So, Zeit ist um, Leute. 2018, Raffi, nice. Ey, gibt's doch nicht. Doch, wir haben richtige Antworten. Vom Thai Dennis auf jeden Fall, vom Mike, von Marion, von Micha. Peter auch korrekt. Freunde, derzeit ist es in Thailand das Jahr 2564. 2018 nicht ganz. Hey Julius, wie gesagt, da gewinnst du nur nichts. Ja, derzeit ist in Thailand das Jahr 2564. Wer hätte das gedacht? Das kam jetzt aber überraschend, ne? Wie die am anderen Kalender. Ja gut, Peter, dann hast du jetzt natürlich, das lassen wir auch durchgehen auf jeden Fall, denn da kannst du ja jetzt nichts für, ne? Du wusstest das, Peter, hör doch auf. Buh. Genau, notiert euch auf jeden Fall, ob ihr es richtig habt oder falsch, dann sage ich euch später, in welcher Kategorie ich euch einordne. So, da wisst ihr da jetzt auch Bescheid, Leute. Wir kommen zur nächsten Frage. Und da hätte ich gerne eine ja, halbwegs konkrete Antwort, beziehungsweise eigentlich gibt es dort oder gibt es da nur eine Antwort. Nämlich, Freunde, was ist das goldene Dreieck? 15 Sekunden. Was ist das goldene Dreieck? Das reicht mir nicht, Dennis. Wo? Dreieck. Marion, überarbeite nochmal. 3, 2, 1 und Cut. Ja, das goldene Dreieck ist die Grenze zwischen Thailand, Laos und Myanmar. Da kannst du dann in alle Richtungen gucken und da ist alles, da treffen die Länder aufeinander, kann man so sagen. Und ich sehe schon, Corvinian, die Antwort auf alles ist Pattaya. Grenzgebiet zu Laos und Burma, jawohl, MG. Ganz genau, es ist das goldene Dreieck für eine gewisse Produktion. Zu guten Zeiten ist wohl auch heute noch, aber es gab da mal richtig, richtig wilde Zeiten. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnten aber so ein bisschen geändert, da dort noch andere, ich sag mal, Spieler international ins Game gekommen sind, wenn ich mich da mal so ausdrücken kann. Und ja, das kann man auch besichtigen. Also man kann jetzt nicht zum goldenen Dreieck gehen oder so, aber also kann man schon. Also auf der thailändischen Seite, dann kannst du wirklich schauen. Ich meine, der Herbert Huppertz hat da mal ein Video gemacht vor einigen Monaten. Das könnt ihr euch mal anschauen. Ist auf jeden Fall cool. Also wer da mal ist oder so, kann sich das mal anschauen. Warum nicht? Goldene Dreieck, Laos, Myanmar und Thailand. Whatever. Julius,
Ich gucke auch in alle Richtungen, sehe aber nur Schnee. Nee, Kambodscha leider nicht, Freunde. Jörg, du bist etwas zu spät mit deinen Antworten. Hallo nochmal kurz an alle, die gerade eingeschaltet haben. Ihr dürft gerne noch mitmachen, auch wenn wir schon bei Frage 9 angekommen sind. Aber es sind noch 11 Fragen und ja, macht einfach mit, schreibt die Antworten in die Kommentare, notiert euch, welche Fragen ihr richtig hattet, welche falsch. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Nein, nein, macht ruhig, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Genau das Geodreieck. Habe ich nun einen Punkt. Was hast du denn geschrieben, Dennis? Einen halben, komm, einen halben, Christe, weil du wusstest, wo das ist. Okay. Wir kommen zur 10. Frage. Frage 10. Welches auch bei vielen Touristen bekannte Fest fällt üblicherweise in den November? 30 Sekunden. Ich kann ja einfach noch weiter singen, ne? Boah, jetzt kommen aber die Antworten hier rausgeballert. Songkran, Raffi. Oh, du bist etwas, du bist etwas zu spät. Ja, okay. Jörg, du hängst irgendwie mit den Antworten. Kann das sein, dass du mich kurz auf Pause hattest oder so? Aktualisier mal den Chat, dann bist du auf jeden Fall bei den aktuellen Fragen. Ansonsten kannst du einfach so weitergucken, ist auch nicht schlimm. Ja, ganz genau, Freunde. Die richtige Antwort ist natürlich Loy Krathong. Ist in der Regel im November, ja, das Lichterfest. Ganz bekannt, gibt sehr viele bekannte Fotos, Videos etc. aus Chiang Mai oder halt auch am Meer oder so. Ist auf jeden Fall, ja, ziemlich bekannt, würde ich sagen. Und das ist halt häufig oder meistens, wie auch immer, im November. Ja, ich denke mal, da haben viele von euch einen Punkt abgesahnt, wa? So, jetzt wird es schon wieder, ich sag mal, mittelschwer. Ich sag mal, mittelschwer. Seid ihr alle noch gut drauf oder was? Macht mal ein bisschen Lärm hier für euch, Leute. Ich bin hier wie auf einem Konzert, so ein Anheizer. Schreibt mal irgendwas in die Kommentare, macht mal ein bisschen Lärm, Leute. Ich trinke noch mal einen Schluck. Das stimmt, Marion. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Fotos. Ich habe es leider noch nie live gesehen. Jawohl, hey, ja, was los, was geht? Ja, klasse, Lärm. Auch geil, Axel. Uso, hast du so? Was machst du so? Ich trinke, nee, wie war das nochmal? Was machst du so? Ich trinke, weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. Lärm, jawohl, Happy Valentine, genau. Und nochmal schön Happy Valentine's Day an euch alle. Musst du irgendwann nachholen. Ja, gerne, warum nicht? Meine Frau hat sogar Verwandtschaft in Chiang Mai. Irgendwie über 20.000 Ecken. Cousine? Irgendwie so? Oder nicht über 20.000 Ecken, ich weiß nicht genau. Irgendwie so, aber ja, kann man mal machen. Genau. Ich trinke. Aber da gibt es noch einen anderen. Ist ja auch egal. Freunde, wir kommen zur 11. Frage. Frage 11. Wie nennen die Thailänder Bangkok auch in der Kurzversion? In der Kurzversion. Wie nennen die Thailänder Bangkok in der Kurzversion? Heute sicherheitshalber meine Frau nochmal gefragt. Ich schmeiß mal eben kurz meine Lüftung hier an. Thomas, tipp irgendwas, schreib, weiß ich nicht. Und Ende, 15 Sekunden um. Und die Antwort ist natürlich Krung Thep.
Kungtep, wie auch immer, habe ich vielleicht falsch ausgesprochen, aber es wussten auf jeden Fall einige, der Peter, der Patkapau, Vitek, BKK, auch sehr nice auf jeden Fall, MG, Kungtep, jawohl, ja, sauber, whatever. Also ich glaube, der Jörg ist auf jeden Fall... Jörg, wenn du mich hörst, du musst einmal das Video aktualisieren. Du bist nicht auf dem neuesten Stand. Du hast wahrscheinlich einmal kurz Pause gehabt und jetzt hänge ich bei dir eine Minute hinterher. Ganz genau. Bangkok wird bei den Thailändern auch in der Kurzversion Krung Thep genannt. Da hat auf jeden Fall auch der ein oder andere jetzt hier Punkte gemacht, würde ich sagen, wa? So, jetzt wird es wieder etwas kniffliger. Das ist eine Schätzfrage und ja, die ist schon eher etwas kniffliger. Denke mal, das ist jetzt nicht so als Antwort, dass man das weiß. Musste ich auch nachschauen, also alles andere wäre gelogen. Und ja, seid ihr bereit für die 12. Frage? Es geht wieder um eine Zahl, um ein Jahr. Und da würde ich sagen, lassen wir fünf Jahre vor und fünf zurück. Also Freunde, in welchem Jahr wurde die Thai-Myanmar Friendship Bridge geöffnet? 13 Sekunden, Freunde. In welchem Jahr wurde die Myanmar-Thailand Friendship Bridge eröffnet? Boah, whatever. Oh, 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 ich sehe schwarz, Leute. Wie gesagt, no front, ne? Ich musste das auch auf jeden Fall nachgoogeln, weil pff, wer weiß sowas, ne? Sind wir mal ehrlich. Nein, unsere Zeit natürlich, Corby. Sonst hätte es natürlich im thailändischen Kalender geschrieben, ne? Freunde, ich gebe euch noch 5 Sekunden. Schreibt mal die Antworten raus. Über den Moe River. Moe Fluss. Moses. Micha schreibt 2016. Okay, die richtige Antwort wäre gewesen 1997. Es ist 1997, eigentlich ja 96. Ja, die richtige Antwort ist 1997 wurde die Thai-Myanmar Friendship Bridge geöffnet. Ja, und die befindet sich in der Provinz Tak und ist mit Mesot verbunden. Tada! Wen haben wir denn da richtig auf jeden Fall? Der ZX hat da auf jeden Fall Punkte gemacht. Ah, Philipp, Phil Delas, nah dran. Marion, 5 Jahre haben wir gesagt, auch ein Pünktchen für dich. Micha, auch ein Punkt. Haben wir da noch irgendjemanden? Thomas, 1899, sehr wild auf jeden Fall. Axel, 67, auch nicht schlecht. Whatever, du bist auf jeden Fall bei der Zeitreise weit, weit. 1492 auf jeden Fall. Ist ein Schreibfehler gewesen, denke ich mal. Ne? Nein, Spaß. Freunde, nimmt es mir nicht übel, wenn ich ein Scherzchen mache. Ich wusste die Antwort ja auch vorher nicht. Ich musste es auch erstmal googeln und musste mir das alles vorher hier raussuchen, beziehungsweise vieles. Und Spaß muss sein, ne? Ja, 1997, Leute. Hätte ja sein können, whatever, ne? Wir kommen, Leutchen, zur 13. Frage. Marek, mach's gut. Ich hoffe, Brötchen sind schon kalt. Spaß, ne? Bis später mal, ne? Frage 13, Leute. Wie heißt die Hauptstadt der Provinz Yala? Wie heißt die Hauptstadt der Provinz Yala?
12, 11, 10, 9, 8. Hallo Carlos. Zwei, eins. Boah, also gerade noch so bei 10, ne? So 20 Sekunden später. Zwei, eins. Richtig, Peter. Die Hauptstadt der Provinz Yala heißt auch Yala. Und da können wir uns ja auch gerne mal ein paar Infos mal kurz nochmal hier rauspicken. Und an der Stelle auch nochmal kurz. Also es ist, die Antworten sind auch nicht in Stein gemeißelt. Manchmal kommt auch immer auf die Seite an und auch auf die Frage. Es gibt natürlich immer mal Abweichungen, gerade was zum Beispiel so Einwohnerzahlen angeht. Da berichtet die eine Seite vielleicht etwas mehr als die andere. Aber deswegen haben wir ja auch immer diesen bisschen Spielraum, dass man sagt, komm, 5 Millionen mehr oder weniger ist ja auch nicht so tragisch, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich muss mich ja auch immer ein bisschen auf meine Quellen da verlassen. Und ja, wenn da mal was nicht stimmt, lasse ich mich natürlich eines Besseren belehren. Ja, Yala, die Provinz, die Hauptstadt der Provinz heißt ebenfalls Yala und wir schauen mal zur Hauptstadt. Da sind Stand 2012 62.110 Menschen registriert. Ja, Sehenswürdigkeiten, Wat Kua Pimuk, 1200 Jahre alter Felstempel am Stadtrand mit einer fast 25 Meter langen liegenden Buddha-Statue in einer nahegelegenen Höhle. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Leider ist die Provinz Yala auch immer mal wieder, wenn man beim Auswärtigen Amt schaut, unter Regionen gelistet, die man besser nicht besuchen sollte. Ich weiß jetzt den aktuellen Stand gerade nicht, aber ja, leider gibt es dort immer mal wieder Anschläge von Separatisten. Habe ich heute in meinem aktuellen Video auch noch drüber berichtet, in Narrativat mit Patani einen Zusammenhang. Da sind die Provinzen leider, die manchmal etwas unruhig sind und von daher wird ja auch mal gewarnt, diese Provinzen zu besuchen. Aber es gibt auf jeden Fall dort schöne Sachen zu besichtigen auch und es gibt auch auf jeden Fall jede Menge sehr, sehr lieber Menschen dort. Leider ist es eine kleine Anzahl an Separatisten, die dort die Region auf jeden Fall in Schacht hält. Peter, schön, dass du mit dabei warst. Schönen Abend noch, mach's gut. Ja, Yala. Wir kommen zur 14. Frage, meine Freunde. Seid ihr bereit? In welcher Provinz liegt der Suvarnabhumi Airport? In welcher Provinz liegt der Suvarnabhumi Airport? 15 Sekunden. Jörg, mach's gut. In welcher Provinz liegt der Suvarnabhumi Airport? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja, die richtige Antwort ist auf jeden Fall Samut Prakan. Es ist nicht Khao-Lak und es ist auch nicht BKK, sondern Samut Prakan. Ich glaube, es sind ungefähr 30 Kilometer bis Bangkok. Ja, auf jeden Fall auch einige Pünktchen hier bei dem einen oder anderen gesammelt worden. Wir kommen zur nächsten Frage, zur 15. Frage. Und da hat der MG gerade schon was zu geschrieben, aber der weiß jetzt bestimmt nicht, wovon ich rede. Genau, whatever. Wartet. Wir kommen zur nächsten Frage, Freunde. Thomas, schönen Abend noch, mach's gut, bleib gesund, ja? Schön, dass du mit dabei warst, mein Bester. Frage 15. Wo befindet sich die River Kwai Bridge?
die River Kwai Brücke. In welcher Provinz, in welcher Stadt, wie auch immer, nehmen wir Provinz. Wo befindet die sich? 12 Sekunden. 11, 9, 7, 5, 4, 2, 1. Bumm. Knut, mein Bester, grüß dich. Die River Kwai Bridge Brücke befindet sich natürlich in Kanchanaburi. Corby, warst du schon da gewesen? Nein, glaub nicht, ne? Ja, in Kanchanaburi befindet sich die River Kwai Bridge. Ist auch sehr beliebt. Eine sehr bekannte Brücke, ein sehr bekannter Touristenspot auch. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr mal in der Nähe seid oder auch wenn ihr nicht in der Nähe seid und einfach sagt, das will ich mal sehen. Es lohnt sich. Es gibt dort auch sehr, sehr, sehr schöne Anlagen, Resorts, Hotels, Bungalows, wie auch immer. Kann man auf jeden Fall mal machen. Jetzt kommt wieder, ja, ich sag mal eine Schätzfrage. Da lasse ich, das sage ich gleich, das sage ich dann noch zum Schluss. Ja, lohnt sich, Dennis. Wir kommen zur 16. Frage. Also ja, so ein bisschen schätzen. Ich denke, da wegen, wer am nächsten dran ist und ich sag mal 1 Million in beide Richtungen Spielraum. Wie viele Passagiere kamen im Jahr 2015 am Krabi Airport an? Wie viele Passagiere kamen im Jahr 2015 am Krabi Airport an? Da könnt ihr auch nicht so schnell googeln. Ne? Schreibt mal eine Zahl, Leute. Plus, minus 1 Million geht auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Wir sind heute nicht so. Auf jeden Fall, Moses. Also ist eine schöne Region auch. 2, 1 und Ende. Aber meine 15 Sekunden sind auf jeden Fall ausbaufähig, würde ich sagen. Das sind ja eher so zwischen 10 und 40, keine Ahnung. Vitek schreibt 15 Millionen, der Axel ist bei 30 Millionen. MG ist bei 2 Millionen, Dennis bei 1 Million. Micha bei 6 Millionen, Marion bei 9 Millionen, Phil 9, ZX bei 4 Millionen. Also, ich habe als Antwort hier rausgesucht, 3,7 Millionen. Mit 3,7 Millionen Passagieren im Jahr 2015 ist er somit der fünftmeist frequentierte Flughafen in Thailand. Wer hätte das gedacht? Krabi Airport. Ja, 3,7 Millionen Passagiere, also wer jetzt zwischen 2,7 und 4,7 liegt, hat auf jeden Fall ein Pünktchen abgesahnt, würde ich sagen. Wer war denn schon mal in Krabi? Schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Ja, so ein leichter Irrtum ist ja auch immer, dass man sagt auf Krabi, aber eigentlich ist Krabi ja Festland. Es gibt natürlich ein paar Inseln, die zu Krabi gehören, die dann natürlich, dann bist du auf der Insel, aber in Krabi halt, ne? Also wie man auch immer das jetzt sehen will. Gelandet bin ich da. Ah, stimmt, Koh Lanta, ne? Habe ich heute auch noch draufgeklickt. Aonang, jedes Mal einmal Aonang, nice. Ich, Vitek, eins, ich, Tonsai habe ich mir mal angesehen. Also ich war auch schon mal in Aonang gewesen, in Krabi Aonang, Ende 2018. Und das hat uns sehr gut gefallen. Es gibt natürlich vom Strand her auf jeden Fall schönere Strände von der Qualität, von der Wasserqualität. Und vom Chillen, wenn man Bock hat, am Strand zu chillen, Aonang, naja, gibt es meiner Meinung nach bessere Strände, aber man hat eine super Infrastruktur und du kommst auf alle möglichen Inseln, easygoing mit einem Longtailboot oder wie auch immer. Uns hat sehr gut gefallen, abends konnten wir sehr gut dort essen gehen, es gab eine große Auswahl, sehr, sehr schön. Und man ist auch relativ schnell vom Flughafen dort, ich glaube,
40 Minuten, 30, 40 Minuten, irgendwie sowas. Peter, tut mir leid. Der Heinz war auch schon da. Ja, nice. So, wir kommen zur nächsten Frage, Leute. Frage 17. Wenn man vom HKT spricht oder vom HKT, welcher Flughafen ist gemeint? Wenn man vom HKT spricht, welcher Flughafen ist gemeint? HKT. Hi Dennis schreibt, für einen kleinen Airport eine Menge Passagiere. Schon wahr. Witek, Hongkong, wild. 3, 2, 1. Ja, ich sehe schon. Genau, die richtige Antwort ist natürlich der Phuket Airport. Phuket International Airport, um es richtig zu sagen, kurz HKT. HKT. Wer war denn schon mal dort am HKT? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Phuket International Airport. Wer war schon mal da? Lasst von euch hören, ihr Phuketer. Roche schon oft. Heinz 15 Mal. Martin war auch schon dort. Icke mehrfach die ersten Urlaube. Nice. Ich mehr als 10 Mal. Nicht schlecht, Peter. Hallo nochmal kurz an alle, die gerade eingeschaltet haben. Wir haben noch ein paar Fragen. Macht einfach mit. Schreibt mit, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet habt oder halt auch nicht. Oder testet es einfach für euch selber. Schön, dass ihr mit dabei seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt auch gerne was in die Kommentare. Julius ist vorbeigefahren. 4 Mal. Phuket ist nicht das wahre Thailand. So, jetzt kommt eine etwas wildere Frage. Es geht auch wieder um Zahlen. Die Frage 18. Da muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Also, Leute, kurz vorab, auch das ist wieder Stand heute ausgerechnet. Natürlich gibt es dann da, wenn da welche Einschränkungen sind beim Weg, auch nochmal Unterschiede. Ihr seid schön am Feiern, ihr seid in Bangkok, ihr habt ein zu viel getrunken, seid ein bisschen knapp bei Kasse und in Pattaya. Könnt euch also weder Bus noch Taxi leisten und sagt euch, ach, weißt du was, ich laufe. Ihr befindet euch gerade auf der Soi Cowboy und würdet gerne nach Pattaya in die Walking Street. Auf dem Weg liegt euer Hotel, da holt ihr noch Geld ab und ihr wollt dann weiter direkt in die Walking Street. Wenn ihr durchlaufen würdet, wie viele Stunden würdet ihr laufen von der Soi Cowboy in Bangkok zur Walking Street nach Pattaya? Wie viele Stunden, nicht Kilometer? Eine wilde Frage. Immer, immer, ihr. Drei Stunden. ZX, du bist auf jeden Fall von der schnellen Sorte. Du hast doch keine Kohle, Sebastian. Du musst doch Geld holen erst in Pattaya und dann kannst du erst weiter. Mike schreibt 50. 3, 2, 1 und Zero. Ja, also laut meinen Berechnungen, laut meinen Recherchen, früher Abend, thailändische Zeit, wurde mir dann angezeigt, rund 27 Stunden würdet ihr laufen. 27 Stunden von der Soi Cowboy in Bangkok bis nach Pattaya in die Walking Street. Und du hast recht, Vitek, aber ich weiß nicht, ob wir die Soi Cowboy 1 zu 1 so hatten mit der Walking Street. Peter, kommt natürlich darauf an, wie du besoffen du bist. Ja, das natürlich auch, Peter. Da hast du auf jeden Fall recht. Ja, 20. Ihr wart auf jeden Fall alle nah dran.
Und ich würde sagen, alle, die zwischen 20 und 40 waren, kriegt einen Punkt. Wir sind doch heute nicht so, ist doch Sonntag. Genau, denn der Suvarnabhumi Airport ist ja etwas näher an Pattaya gelegen. Das stimmt, Chris. Ich habe 27, genau, nicht schlecht. Freunde, die 19. Frage. Jetzt wird es wieder etwas schwieriger und ja gut, da habe ich mich wahrscheinlich ziemlich weit jetzt aus dem Fenster gelehnt, ist ja aber auch egal. Es sind 5 Antworten gesucht. Wenn ihr 2 richtig habt und je nachdem, wie schlecht es läuft, vielleicht reduziere ich auch noch auf 1. Wenn ihr 2 davon habt, könnt ihr euch einen Punkt auf jeden Fall aufschreiben, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Freunde, welche Provinzen grenzen an die Provinz Buriram? Welche 5 Provinzen grenzen an die Provinz Buriram? Wenn ihr 2 richtig habt, kriegt ihr auf jeden Fall einen Punkt. Noch 11 Sekunden. Wittek. 5, 4, 3, 2, 1. Boah, ey, also irgendwas am Tippen, ey. Ich kenne mich im Isar nicht aus, tut mir leid. Suriname, och Gottchen. Auch das, whatever. Also, ich gehe jetzt mal einfach die 5 Provinzen mit euch durch und wenn ihr 2 richtige davon habt, könnt ihr euch einen Punkt gönnen. Da haben wir einmal Sakyao, Entschuldigung, Surin, Nakhon Ratchasima, Maha Sarakam und Konkan. Ich wiederhole. Sakyao, Surin, Nakhon Ratchasima, Maha Sarakam und Konkan. Wer hätte das gewusst? Und Buriram liegt im Isan, auch Kambodscha-Nähe. Wer von euch war denn schon mal in Buriram? Buriram ist ja auch sehr bekannt für das Motorrennen. Wie heißt's? Das kennt ihr bestimmt. Wer kennt dieses Motorbike irgendwas? Nicht Motorbike. Ist schon mit Autos, ne? Fußball. Ja, Fußball auch. Buriram United, glaube ich, ne? MotoGP oder Moto2. Ah, ja, irgendwie sowas. Vitek, cool. Ja, vielen lieben Dank, Vitek, mein Bester. Haut mal alle ein paar Daumen raus für den Vitek. Dankeschön. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Besten Dank, Vitek. Führung gemacht. Motorrad, doch Motorrad. Ehren, Vitek. Ja, Buriram auf jeden Fall, Fußballmannschaft, sehr bekannt. Jetzt wollen wir mal gucken hier. Was ist denn das hier? Motorsportrennstrecke in Buriram. Unter anderem Rennen der Superbike-Weltmeisterschaft. Aha, verschiedene Tourwagenmeisterschaften. Aha, sowie ab 2018 der Motorrad-Weltmeisterschaft ausgetragen werden. Cool. Chang International Circuit. Guck mal einer an. Ehren Vitek, jawohl. Dankeschön, mein Bester. Genau. Ja, genau, Julius. Aber das war nicht die Frage, also keinen Punkt aufschreiben. Freunde. Hey, ist ja nur noch eine Frage. Wir sind ja schon bei Frage 20 angekommen und die hat es nochmal in sich. Lehnt euch nochmal zurück, strengt nochmal eure Gehirnzellen ein bisschen an, trinkt noch einen Schluck Wasser. Ich könnte mir vorstellen, auch eine Frage, muss ich halt direkt wieder sagen, die ich natürlich, was heißt natürlich, aber die ich auch vorher googeln musste, die ich so gar nicht
gegoogelt habe, sondern bin da eher zufällig auf die Info gestoßen und dann dachte ich mir, machst du doch für heute da eine Frage raus. Also, Freunde, die 20. Somit die letzte Frage des heutigen, wie gut kennst du Thailand-Quizzes? Frage 20. Welche Provinz hat mit Myanmar die längste Grenze aller Provinzen Thailands, die an Myanmar grenzen? Welche Provinz Thailands hat mit Myanmar die längste Grenze von allen Provinzen Thailands, die an Myanmar grenzen? 15 Sekunden. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare. Naja, immerhin schon mal nah dran, ne? Ich glaube, das weiß keiner. Wie gesagt, ich bin da auch nur... Falsche Richtung, Sebastian. Bin da auch nur zufällig auf diese Antwort, sag ich mal, gestoßen. Vier, drei, zwei, eins. Die richtige Antwort ist die Provinz Tak. T-A-K. Tak. Hat die längste Grenze an Myanmar von allen thailändischen Provinzen, die an Myanmar grenzen. Also die längste Grenze mit Myanmar. Tak. Tak, Freunde. Hört doch auf, ihr wart doch alle schon mal in Tak. Erzählt doch nicht. Macht immer einen auf Phuket und Samui hier und hängt den ganzen Tag in Tak rum. Tak, tak, dobrze. Genau, Corbinian. Ja, Freunde. Und jetzt tut mir mal einmal einen Gefallen, nachdem wir alle Fragen durch haben. Jetzt zählt mal bitte nach, wie viele Fragen ihr richtig habt. Schreibt mir einfach bitte nur eine Zahl in die Kommentare mit der richtigen Antwortzahl, ja? Rechnet das mal durch, Leute. Peter hat 11,5 Punkte. Dennis 8,5. MG 13 von 20. Wow. Martin 4,5. Vitek 5. Marion 11. 7. 5 von 7. 4. Corby, nächstes Mal machen wir auf jeden Fall Pattaya-Quiz. Oder Koh Lanta, da kennst du dich auch aus. Beziehungsweise ein bisschen, oder? 26 von 20. Whatever, hat Fragen beantwortet, die gar nicht da waren. Auch geil. Drei wie in der Schule. Ja, nice, Julius. Also, wie gesagt, ich habe hier so ein kleines Bewertungssystem mir rausgesucht, beziehungsweise selber gemacht, aber das habe ich wirklich ein paar Minuten vorm Stream gemacht. Das werde ich nochmal überarbeiten. Also, nehmt's mit Humor. Eine bis fünf richtige Antworten, Thailand-Anfänger. Fünf bis zehn richtige Antworten, Thailand-Versteher. Zehn bis 15 richtige Antworten, Ansprechpartner. Und 15 bis 20 richtige Antworten, 15 bis 20 richtige Antworten, absoluter Thailand-Experte. Hat denn hier einer zwischen 15 und 20 Antworten? Verstehe. Rosche, finde das cool mit dem Quiz. Freut mich, Rosche. Spartourist. Der mit 60, ja, der Whatever ist auf jeden Fall, steht über allem. Martin, 15 bis 20 Elite-Visa for free. Ja, wer hat denn hier? Wer ist denn absoluter Thailand-Experte, Freunde? Wer hat 15 bis 20 richtige Antworten? Es wird still. Haben wir denn einen Ansprechpartner hier von den Punkten? Dankeschön, Peter. Haben wir einen Ansprechpartner? 10 bis 15 richtige Antworten. Der MG ist auf jeden Fall ein Ansprechpartner. So. Der kriegt jetzt hier den Titel Ansprechpartner. Keiner hat das wahre Thailand erlebt.
Das wahre Thailand. Oh, Mist, den hätte ich reinmachen müssen, Martin. Der wahre Thailand-Kenner. Oder das wahre Thailand irgendwas. Marion, Ansprechpartner, nice. Haben wir denn einen Thailand-Versteher hier? Ja, habe ich gesehen, waren auch einige, ne? Sieben, der Heinz ist zum Beispiel ein Thailand-Versteher. Das hört sich doch auch gut an. Vitek, Thailand-Versteher. Na gut, kommt drauf an, ne? 5, 6 bis 10, ja. Ich weiß, nicht jeder ist ein Thailand-Anfänger, nur weil er jetzt irgendwie 4 Punkte hat oder so. Die meisten Fragen, beziehungsweise viele Fragen, da bin ich zufällig drauf gestoßen. Ich habe ja ein bisschen recherchiert, ne, und habe mich einfach so ein bisschen durchgeklickt bei den Provinzen, bei den Städten, bei Maps, bei irgendwas. Und sind wir mal Hand aufs Herz. Wer von uns weiß, wie lange die Grenze Thailand-Kambodscha ist, die gemeinsame Grenze? Also, ne, solche Fragen, das weiß man halt nicht, oder? Aber so, finde ich, kommt man auf jeden Fall immer auf neue Sachen auch. Und bin ja kein Lehrer oder irgendwas, bin ja auch kein Thailand-Experte. Aber ich habe heute, als ich die Fragen rausgesucht habe, auf jeden Fall auch das ein oder andere wieder gelernt. Und mir hat es persönlich Bock gemacht, das alles rauszusuchen und das hier mit euch zu gestalten. Und wer Lust und Laune hat, kann mir auch jetzt direkt gerne seine Meinung in die Punkt-Punkt-Punkt hauen. Schreibt mir nochmal gerne in die Kommentare, ob euch das Format gefällt, ob euch das Quiz jetzt hier Spaß gemacht hat und ob ihr da gerne nochmal eine Wiederholung von hättet. Das würde mich jetzt gerne mal interessieren. Mir persönlich hat es Spaß gemacht. Wie gesagt, man lernt nie aus. Waren auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die ich auch noch nicht wusste. Und ja, schreibt es mal rein. Spaß mit Flaggen. Martin, jawohl. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Freut mich, Dennis, dass es dir auch gefallen hat. Ja, gerne, Rosche, wenn es dann nächstes Mal klappt. Corby. Kai-Uwe, gut, jawohl. Peter, halt die Stellung in Pattaya. Ja, würde ich gerne wiederholen. Marion, war voll witzig, gerne wieder. Ja, korrekt, MG. Das freut mich zu hören, Rosche, dass du mit dabei bist. Also, wie ich so sehe, jetzt hier bei dem Feedback hat es auf jeden Fall dem einen oder anderen Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und wir bleiben da dran. Dann wiederholen wir das auf jeden Fall mal. Denke mal, auch die Leute, die jetzt nichts schreiben, haben Bock gehabt. Die Beteiligung war ja doch relativ hoch. Julius, bleib mit an Bord und dann wirst auch du nächste Mal bestimmt die ein oder andere Antwort noch mehr haben. Alles kann man nicht wissen, das ist klar. Vieles beschäftigt man sich nicht mit. Selbst wenn du in Thailand lebst, Tak, ja, wer weiß, dass Tak die längste Grenze zu Myanmar hat, von allen Provinzen, die an Myanmar grenzen, ne? Von daher, Freunde, bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend, eine ruhige Arbeitswoche, bleibt vor allem gesund. Ich sage bis zum nächsten Mal und passt schön auf euch alle auf. Danke fürs Einschalten, schön, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut. Ciao, ciao. Mach's gut, Peter. Ich hoffe, da war alles in Ordnung. Gehe ich mal von aus. Corby, mach's gut. Buenas noches, Marion. Schön, dass mit dabei warst. MG, mach's gut. Vitek, Dankeschön, freut mich. Schöne Zeit dir, Peter. Dankeschön, Micha, dir auch. Bleib gesund. Ciao, ciao. Bella, ciao. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Mach's gut. Ciao, ciao.